kürzlich der Schauplatz einer Geschichte, die nicht ohne Wirkung und aufschlussreiche Folgen geblieben ist. Dieser
Gleich prügeln. Wo gibt's denn sowas? Entschuldigen Sie, junger Mann, ich komme jetzt nicht zum Rathaus. Wenn Sie mit mir gehen wollen, Sie aber dieselben Weg. Ja, freuen Sie, ich treffe Sie. Vielen Dank. Ein hübsches altes Nest, dieses Eberbach. Wie viele Einwohner hat es denn? 11.500 ungefähr, wenn man die Schimmelfamilien mitzählt. Viele haben nämlich hier ihre Wohnung. Sind aber fast das ganze Jahr auf Fahrt. Auf dem Neckar und auf dem Rhein. Von Holland bis zur Schweiz. Das klingt ja ganz international. Ja, wir sind ein altes Städtchen, aber deshalb sind wir nicht von gestern. Unser Rathaus. Überall sehen Sie den Eber, unser Wappentier. Das alte Stadtsegel, auch mit dem Eber drauf. Wo bleibt ihr denn? Es ist gleich 9. Wir kommen ja schon. Was macht ihr, junge Leute, denn früh morgens im Rathaus? Ist hier auch Schule? Das werden Sie gleich sehen. Darf ich bitten? Wer hat denn Blödsinn gemacht, wenn ich hier in die Quartur? Also gut, ich rufe gleich dort an. Morgen. Morgen, 1.070. Freund und Frank, den Chef bitte. Frank, hier ist Ende. Warum schickst du den Vertrag mit der Fährdestination Stuttgart nochmal rüber? Das ist doch gestern schon erledigt worden. Das sage ich ja. Der Umtausch Rotherr gegen Straßenfähr. Na also, hab doch auf, du Schafkopf. Sie wünschen, mein Herr? Ich hätte gerne mit dem Bürgermeister gesprochen. Die Sprechstunde bringt eigentlich erst um 10. Aber da wir anscheinend ein Auto sehen. Kurz, ein Auto aufgehalten. Bitte, mein Herr. Womit kann ich dienen? Nur was denn? Sie sind doch nicht der Bürgermeister. Doch, mein Herr. Vorgestern, gestern und heute auch noch. So, ja, ich wollte nämlich meinen Freund, den wirklich einen Bürgermeister besuchen. Verstanden, Louis. Und jetzt wird immer fast 3 Tage im Jahr von der Jugend regiert. Wie seid ihr nur auf diese verrückte Idee gekommen? Das ist das verrückt. Ich finde, man muss alles tun, dass sich die jungen Leute frei und selbstständig in öffentlichen Angelegenheiten bewegen lassen. Ich will dir mal ein Beispiel erzählen. Ich war neulich in Stuttgart und fahre auf die Straßenbahn. Und wie ich an der Haltestelle stehe, bemerke ich plötzlich, wie ein kleiner Junge, so ungefähr 8 Jahren, ganz verstört vor sich hin weinend an der Haltestelle vorbeikommt. Armer kleiner Kerl, denke ich, was mag ich zugestoßen sein? Ich warte weiter auf meine Straßenbahn und, was soll ich dir sagen, auf einmal biegt doch der Kleine wieder um dieselbe Ecke. Ich war einigermaßen erstaunt, wie du dir denken kannst. Und noch erstaunter war ich, als der kleine Kerl ein drittes und viertes Mal erschien, heulend. Dann schließlich sprach ich ihn an und fragte ihn, was denn los sei. Na, was hast du denn? Vater hat mich verhauen und da bin ich von zu Hause weggelaufen. Und wo willst du jetzt hin? Nach Amerika. Da habe ich einen Onkel. Ja. Und warum läufst du immer um diesen Häuserblock herum? Vater hat mir doch schon verboten, über die Straße zu laufen. Dann hast du den kleinen Tag schon wieder leicht und weh. Weglaufen wieder gleich nach Amerika. Aber über die nächste Straße traut er nicht, weil der Vater verboten hat. Ja? Kommt dir das nicht sehr bekannt vor? Der Kindsrespekt vor dem Vater starb, der Oberstärkte. Also, das kann man doch nicht verallgemeinern. Doch, 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 doch. Das ist ja gerade der sture Untertanengeist, vor dem man sich bewaffnet. Ja, aber Kinder in so verantwortlichen Ämtern, die machen doch sicher lauter Blödsinn. Weniger als du glaubst. Heute am frühen Tag, da geht's schon wie geschmiert. Im Anfang hast du das Ganze natürlich als deinen dicken Jux angesehen. Ein anderer Schüler war dem Werkmeister unserer Gartenanstalt zugeteilt. Sie sieht ja toll aus. Die ganze Anlage ist abbruchfrei. Ein Kick, der sich noch eines Mal recht funktioniert. Also wenn ich dir wirklich etwas zu sagen hätte, dann würde ich dafür dafür sorgen, dass das Gas keine Mittagspause hat. Na nun? Jawohl, meine Mutter sagt, es wäre eine Schweinerei. Immer um die Mittagszeit, gerade wenn das Essen auf der Pfanne fehlt, das Gas weg. Das sag ich nur deine Mutter. Was glaubst du, was ich mir zwischen 11 und 1 Uhr am Telefon alles anhören muss? Das liegt aber nicht an unserer Faulheit. Beinahe 75 Jahre alt. Alle Achtung! In zwei dem letzten Kriege haben wir noch ein Viertel Einwohner mehr. Und alle kochen gleichzeitig um die Mittagszeit. Da kommt man mit dem Gasdruck einfach nicht mehr mit. Und sehen mein neues Gaswerk hier. Ja, freilich. Das kostet allerlei Geld. Mit Schimpfen allein schafft man es nicht. Es gibt zu viele Dinge, die noch wichtiger sind. Das sieht aus wie Papierkrieg. Aber daneben tobt der Krieg um Material, Geld, Maschinen und Arbeitskräfte.
viel haben wir schon gebaut. Aber so viel müssen wir noch bauen, wenn alle Menschen untergebracht werden sollen, die noch immer in Baden wohnen. Flüchtlinge, ausgebombte oder heimgekehrte Kriegsgefangene, die geheiratet haben. Eine ganze Reihe von Neubauten hat die Stadt schon aus eigenen Mitteln errichtet. Aber das alles ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Hier entsteht eine Siedlung, wo die zukünftigen Bewohner selbst mitarbeiten, um Geld zu sparen und damit es schneller geht. Früh morgens, vor der Bürozeit, in der Mittagspause oder nach Feierabend, mit jeder freien Minute kommen die Leute zu ihrem Bau und helfen mit. Und alle haben nur den einen Wunsch, noch vor dem Winter fertig zu werden. Da drüben feiern sie schon das Richte. Sie wollen wohl zum Herrn Bürgermeister.